Ich werde oft gefragt, was für einen Körperfettanteil hast du? Ja, was für einen KFA in Prozent hast du? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, fuck it. Ganz ehrlich, KFA in Prozent ist nicht wichtig, meiner Meinung nach. Erstens kann man es meiner Meinung nach gar nicht genau ausrechnen. Also ich bin der Meinung, dass es kein Gerät oder keine Methode gibt, wo man zu 100% den Körperfettanteil messen kann. Gehen wir mal davon aus, es gibt so ein Gerät, ja? Werden mir vielleicht einige jetzt widersprechen, okay, dann sagen wir mal, es gibt so ein Gerät. Warum soll mich das interessieren, wie viel Körperfett ich habe? Also was für ein Prozent, was für eine Prozentzahl an Körperfett ich habe? Das ist doch total unrelevant. Ich gehe da hundertprozentig immer nur nach Spiegel. Ich gucke in den Spiegel, ich gucke, okay, gefällt es mir nicht, bin ich trockener geworden, bin ich ripter geworden, bin ich leaner geworden, habe ich weniger Körperfett. Die Zahl im Endeffekt ist mir egal, mir ist schon wichtig, wie viel Körperfett ich habe momentan, gerade wenn es in die Definitionsphase geht. Aber die Zahl an sich ist total egal, also ist wirklich total egal. Ob ich jetzt 10% habe oder 12%, vielleicht, weißt du, vielleicht sieht einer mit 10%, ja, schlechter aus als einer mit 12%, weil der das mit einem anderen Messgerät gerechnet hat oder irgendwie aufgerundet, abgerundet hat. Das ist ja total unrelevant. Wenn mir jetzt einer sagt, ich habe 5% KFA und ich sage jetzt, ja, ich schätze mal so, ich habe 10% und ich stelle mich nebendran und man sieht offensichtlich, dass ich weniger Körperfett habe, dann interessiert es keinen mehr, wie, was, bei welchem Rechner welche Zahl rausgekommen ist. Das wäre mal die erste Frage gewesen. Genau. Die zweite Frage war gewesen, wie lange ich schon trainiere. Wie lange trainiere ich schon? Also bei mir war es so, dass ich, ja, das ist schwierig zu sagen bei mir, weil bei mir war es am Anfang so, wie bei den meisten von euch wahrscheinlich, am Anfang war das nur so eine On-Off-Geschichte gewesen. Ich war nie wirklich konstant über mehrere Monate lang am Ball. Also ich habe mich das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet, lass mich zurück überlegen. Das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet habe ich mich mit 17 oder 18. Mit 17 oder 18, genau. Dann habe ich 2 bis 3 Monate trainiert. Dann habe ich aber wieder ein Jahr nicht trainiert. Ja? Dann habe ich wieder trainiert irgendwie 3 Monate oder so. Und dann habe ich eine Knieoperation gehabt. Knieoperation gehabt und danach dann wirklich 6 Monate lang wieder nicht trainiert. Und da war ich dann ungefähr, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da so 2021, wo ich mir dann wirklich gesagt habe, es war nach dieser Knie-OP, da war es zum ersten Mal so in meinem Leben, dass ich kein Sixpack gehabt habe. Also es ist schon so, dass ich immer schon dafür gut veranlagt war. Ich war früher auch Sportler, ich war Leichtathlet, ich habe Fußball gespielt, ich habe Basketball gespielt, ich habe Baseball gespielt, ich habe alle möglichen Arten von Sportarten damals durchgemacht. Und bei mir war es so, dass ich immer eigentlich ein Sixpack hatte, auch von der Genetik her. Keine Ahnung, manche sind da halt irgendwie gesegnet, aber ja, gesegnet kann man auch nicht sagen, weil mir fällt es halt immer schwer, Muskeln aufzubauen. Und ja, um zurück zum Thema zu kommen, bei mir war es dann so, dass ich zum ersten Mal so ein bisschen fettig war, dass ich kein Sixpack mehr hatte, mein Bauch ist runder geworden, ich hatte hier so im Gesicht so leicht ein bisschen Speck und da habe ich mich total unwohl gefühlt und habe mir geschworen, so, nee, das geht nicht, das passt nicht, ich will einen guten Körper haben. Das war mir sehr wichtig irgendwie, das war mir sehr wichtig, immer schön gut in Form zu sein. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt ins Gym gehen, ich muss mir jeden Tag einen Arsch aufreißen. Und da hat es dann angefangen. Da hat es dann wirklich angefangen. Am Anfang muss man sagen, habe ich mit wenig Gehirn trainiert. Das heißt ja nicht nur no pain, no gain, sondern auch no brain, no gain. Das heißt, wenn du irgendwie da irgendeinen Scheißdreck zusammen trainierst, dann wirst du am Anfang definitiv Erfolge haben, ja? Du wirst dich körperlich verbessern, auf jeden Fall, egal wie du trainierst. Am Anfang wird man immer Erfolge haben, aber das dauert halt. Also ich habe die ersten, sagen wir mal, ich habe mit 20 angefangen, die ersten 2 Jahre habe ich eigentlich mehr oder weniger falsch trainiert. Es kam dann bei uns auch erst so, dass es dann mit den YouTube-Geschichten und so mehr wurde, wo man wirklich Content hatte, wo man sich informieren konnte. Und
Ja, so Leute, also der allererste, den ich mir reingezogen habe, war wirklich der Karl S., den habe ich mir reingezogen. Dann kam aber auch relativ bald der Mischa dazu. Alon habe ich mir auch reingezogen. Dann auch viele Amis habe ich mir reingezogen. Also so Matt Ogus habe ich mir relativ früh reingezogen. Die Hodge Twins habe ich mir reingezogen. Elliot Hulse habe ich mir reingezogen. Und durch diese ganzen Jungs und auch durch Lesen, ich habe viel gelesen und auch viel selbst probiert im Gym. Funktioniert es nicht? Und dann halt mit der Zeit hat sich das so ergeben, dass ich wirklich mehr, immer mehr und mehr Know-how gekriegt habe, immer mehr Brain gekriegt habe und dann immer richtiger, immer besser trainiert habe, was noch nicht heißt, dass ich perfekt und optimal trainiere, weil ich lerne immer noch dazu. Ich habe die ersten Jahre nach einem Vierersplit oder so trainiert, bis dann Karl S. und Mischa und so kamen und dann habe ich wirklich mit der Mischa hat mich dann drauf gebracht, nach dem Push-Pull-Beine-System zu trainieren. Das habe ich dann durchgezogen, bis sogar jetzt, vor kurzem, bis jetzt nach der FIBO, habe ich das durchgezogen und direkt nach der FIBO habe ich dann angefangen mit dem Oberkörper-Unterkörper-Training, wo mich der Sefa Bahadori, der Brozep auch genannt in YouTube, werde ich den Channel auf jeden Fall verlinken, der hat mich darauf gebracht, nicht nur mich, sondern auch den Patrick darauf gebracht, nach einem Oberkörper-Unterkörper-Split zu trainieren. Und ich muss sagen, ich mache das jetzt seit 2 Wochen, es ist extrem hart. Also ich trainiere 6-mal die Woche, 3-mal die Woche Oberkörper, 3-mal die Woche Unterkörper und es ist schon extrem hart. Aber ich muss auch sagen, lass es Einbildung sein oder nicht, ich muss sagen, ich spüre das schon. Also ich merke das schon. Ich im Oberkörper, gerade meine Brust irgendwie, ist richtig gut am Start jetzt gerade und ich glaube, das ist eine richtig gute Nummer, dieses Oberkörper-Unterkörper-Training, weil die Frequenz ist halt für uns Natural Bodybuilder bzw. Naturalathleten sehr, 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 sehr wichtig. Und wenn man 3-mal die Woche seine Brust trainiert und 3-mal die Woche seinen Unterkörper, seine Beine trainiert, seinen Rücken trainiert, immer in verschiedenen Variationen auch, weil du hast ja, wenn du 3-mal die Woche trainierst, trainierst du ja nicht immer nach demselben Plan. Das heißt, du verwirrst den Körper immer wieder aufs Neue, du setzt immer wieder einen neuen Reiz, du schockst ihn und der kommt gar nicht mehr klar, kann das gar nicht richtig irgendwie einordnen, nachvollziehen und man setzt den Körper halt so, den Muskel so unter Stress, dass er wirklich gezwungen ist zu wachsen und ist eine richtig coole Nummer. Und ja, genau so bin ich zum Training gekommen. Das wäre die Frage und